Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Dragon Escape. Ja, und ich will euch erstmal hier den Modus erklären, beziehungsweise das, was ich mache. IP, wenn ich sie vergesse, stelle ich in der Beschreibung. Und zwar habe ich, lol, fail, hier eine Axt, mit der ich mich so boosten kann. Und den Boost kann ich nur dreimal machen und Ziel ist es halt, von den Drachen damit wegzukommen. Und zwar über diese Adventure-Strecke. Und das möglichst als erster. Fuck. Zack. Oh nein, ey. Und ja. Der Drache ist halt ziemlich schnell unterwegs, wie man schon vielleicht bemerkt hat. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich irgendwie schneller hier wegkomme. Fuck, bin ich doof. So. Ich glaube, jetzt habe ich keinen mehr. Kein. Nein. Oh lol, okay, einen hatte ich doch noch. Den habe ich jetzt natürlich verschwendet. Aber egal. Normalerweise nehmen die den nämlich alle hier mal. So. Aber daraus mache ich mir jetzt mal nix. Ich versuche jetzt eher hier mal meine Jump-and-Run-Künste zu zeigen, die nicht existieren. Und da bin ich gleich tot, wa? Da bin ich dann auch noch gestorben als vierter Platz. Schlechter kann ich nicht mehr werden. Ja, da können wir jetzt hier noch ein bisschen zugucken mit dem Kompass, noch zu den einzelnen Playern, zu denen und nur zu denen? Wieso nur zu denen? Egal, man weiß es nicht. Hier komme ich returned zurück zum Hauptserver, sag ich mal. Und er hat's geschafft. Muss jetzt, okay, jetzt habe ich es leider nicht gefunden, aber hier drüber. Dann hier drauf springen und wenn man hier ist, dann hat man es geschafft. Es kommt überall Feuerwerk. Ja, okay, das war's erstmal mit einer kleinen Folge, obwohl die war ein bisschen kurz. Ich mach noch eine Runde. Hier kann man übrigens die ganzen Kits auswählen. Ich habe jetzt Jumper Kit, das sieht man auch in diesem Scoreboard rechts. Diese Gems ist anscheinend so eine Währung oder so. So, und in 48 Sekunden geht's hier jetzt los. Das sieht man auch schön hier. Auch cool gemacht, wie das halt immer mit den Blöcken sich hindert. Select Team. Blablabla. Kann man jetzt hier nicht. Hier gibt es nämlich auch noch Snake und so die ganze Kacke. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich kenne den Server- und Spielmodus von Pete's Meet her. Und dachte, wieso nicht? Nehme ich einfach mal auf. Ja, okay. So sieht's aus. You are a hacker. You are a pirate. Okay, anscheinend haben wir einen Hacker. Ich weiß ja nicht, ist mir eigentlich Wayne. Aber egal. Ja. So sieht's aus. Ich sollte weniger auf den Chat achten, weil da eigentlich nur dummes Zeug steht. Oh! 9, 8, 7, 6, 5, 4, los. 3, 2, 1. Woo! Okay, schon mal die Axt in die Hand nehmen. Da oben, also jetzt nicht hier so oben, sondern an der Leiste. Da seht ihr immer den Namen des Drachens. Und wow! Alter, und halt die Zeit, die mir noch geblieben ist, bis es losging. Was nicht mal sehr viel Zeit war. Ah, das ist jetzt Wayne. Oh, lol. Lol. So. Ach, komm. Das ist doch eine Kacke hier. Ah, Mann. Es leckt ein bisschen, wenn hier so viele Leute immer rumspazieren. Okay, da wusste ich, dass ich das nicht mehr schaffen würde. Oh mein Gott. Okay, das schaffe ich wahrscheinlich jetzt nicht. Nein. Ah, schon wieder verloren. Egal, ich bin Dritter.
Eddie schafft es natürlich wieder. Ist in der. Ach, der hätte da zurück müssen. Zurückgehen müssen und so. Okay. Aber das ist auch der letzte. Also ich bin Dritter geworden. Keine schlechte Bilanz, muss ich sagen. Und der ist tot. Aber dafür immer noch Erster von 16 Spielern. Nee. Ja, 15 Spieler. Und ich glaube, es gibt jetzt 16 Punkte für ihn oder so. Also für den ersten und dann geht's halt weiter. Ah ne, ich habe 200 Gems gewonnen, was das auch immer ist. Ah ne, ich habe jetzt 200 Gems. Ich habe wegen Participation 10, Third Place 10. Ah, der erste kriegt 30, 220 wahrscheinlich so. Double Gem Weekend. Oh, plus 20. Weißt du, ich habe insgesamt plus 40, egal. Ne, wahrscheinlich, weil ich 20 hatte. Ja, okay, ist genau. Naja, das war's dann erstmal. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Videos mehr. Ich weiß nicht, vielleicht auch auf einem anderen Kanal oder so. Keine Ahnung. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis bald.